Vielen Dank, Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Nächster Redner ist der Abg. Tobias Utter für die Fraktion der Christdemokraten. Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Hunger, Kälte, Verzweiflung. Das war die Situation vor 74 Jahren in Europa am Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals, 1945, haben sich 22 amerikanische Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen, um der Not abzuhelfen. Diese Organisation gibt es bis heute. Sie heißt CARE. Es wurden in den darauffolgenden Monaten 100 Millionen Pakete von den USA nach Europa geschickt, um den Menschen zu helfen. Allein 10 Millionen dieser Pakete sind in Deutschland verteilt worden, bei dem Land, das einen ganzen Kontinent zur Wüste gemacht hat. Da wurde nicht gefragt, haben die das verdient? Da wurde nicht gefragt, was bringt mir das? Da wurde geholfen. 1948 beschließt der Kongress der USA den sogenannten Marshallplan. Die USA haben in 4 Jahren damals 13,12 Milliarden Dollar in Westeuropa, in Europa investiert, um zu helfen, um aufzubauen, dass man selbst wieder vorankommt. Nach heutigem Wert wären das 131 Milliarden Dollar. 1952, Deutschland, der Bundestag beschließt den Lastenausgleich. Die Menschen, die vertrieben wurden, die ihre Heimat verlassen wurden, sollen wenigstens etwas Unterstützung bekommen bei ihrem Neuanfang in der Bundesrepublik. Insgesamt über den Lastenausgleich bis 1982 115 Milliarden D-Mark, die dort gegeben wurden. 1989, Aufbau Ost. Die historische Chance, dass Deutschland wiedervereinigt wird, ist auch mit Lasten verbunden. Aber die Wirkung ist kolossal. Denn es gelingt, ein marodes Land, das absolut heruntergewirtschaftet ist, auf den neuesten Stand zu bringen. Aber wir können auch hier bei uns in Hessen bleiben. Der kommunale Finanzausgleich, über den wir uns jedes Jahr unterhalten, ist eine Methode, wie starke Kommunen den Schwächeren auch helfen. Das geschieht durchaus mit dem Anspruch, dass die schwach sind, stark werden sollen. Das ist unsere Politik mit dem Schutzschirm. Das sind unsere Anreize, die wir geben. Aber man sieht den Erfolg. Und nun die EU. Die EU-Förderpolitik finanziert sich natürlich wesentlich von den Nettozahlern, und zu denen gehört Deutschland. Aber ist das eine vergebliche Politik? Nein, das Gegenteil. Das ist eine sehr kluge Politik, die große Erfolge zeigt. Klar, es fließen auch einmal Gelder falsch. Klar, es gibt auch Missbrauch. Aber in der großen Menge wird mit relativ geringen Mitteln Großes erreicht. Wir haben Anschauungsmaterial, z.B. in unserer Partnerregion der Wielkopolska.
Wer das miterleben konnte, was dort in den letzten 10 Jahren passiert ist, welche Dynamik, welche Modernität, ja auch geradezu welche Freude an Europa, dann weiß man, dass die Gelder dort sehr, sehr gut angelegt sind. Und man sollte es nie vergessen, nichts ist so teuer wie Krieg. Deshalb die Diskussion darüber, was uns Europa bringt, springt immer zu kurz, wenn man allein rechnet und den einzelnen Cent, den einzelnen Euro aufrechnet. Deutschland und Hessen im Besonderen profitiert um ein Vielfaches von dem, was wir finanziell dazugeben. Und man muss vielleicht, ich finde, das darf doch auch eine Rede hier im Landtag mal sein, man muss ja auch mal vielleicht Wahrheiten dann aussprechen und nicht allein Werbesendungen absenden. Die Bertelsmann-Studie hat jetzt erst veröffentlicht, eine Studie, welche Auswirkungen der Binnenmarkt auf die einzelnen Bürger der EU hat. Da ging es um die finanziellen Auswirkungen. Und im Durchschnitt, das ist ja nur eine Durchschnittszahl, profitiert der einzelne EU-Bürger pro Jahr bei seinem Einkommen mit 840 € vom Binnenmarkt. Für die Bundesrepublik Deutschland sind das 1.046 €. Klar, nach Regionen durchaus unterschiedlich, aber jede Region in Europa profitiert massiv vom Binnenmarkt, und zwar im Einkommen, das jeder EU-Bürger hat. Und das ist doch ein großartiger Erfolg. Wie kann man sich dagegen nun stellen? Wenn eine Partei hier auftritt und die EU infrage stellt, dann muss man sagen, der sogenannte Dexit hat ja nur ein Ziel, nicht etwa Deutschland zu dienen, sondern Deutschland ins Chaos zu stürzen, damit man selbst die Macht ergreifen kann. Es geht ja bei der AfD nicht etwa darum, Deutschland zu dienen, Europa voranzubringen. Es geht immer nur um die eigenen Interessen dieser eigenen Partei, die fast sektenhaft immer nur an ihre eigenen Interessen denkt. Ja, Fake News. Erst vor Kurzem musste Facebook mehrere Konten schließen, weil ungewöhnliche Bewegungen dort wieder vonstatten gehen, undurchsichtige Absender dort massenhaft Werbung für die AfD verbreiten. Und Facebook macht das selten, dass sie Konten abstellen. Aber da war es einfach viel zu dick und feste aufgetragen. Was macht das jetzt mit Ihrer Argumentation? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil Sie immer nur die eigenen Interessen verfolgen, dabei auch bereit sind, mit undurchsichtigen und fremden Mächten zusammenzuarbeiten. Ja, ja, sich mit Putin verbrüdern, aber bei der Europahymne im Europäischen Parlament sitzen zu bleiben oder sich umzudrehen und seinen Arsch zu zeigen, das ist nicht europafreundlich. Herzlichen Dank, Herr Utter. Ja, das letzte Wort, ich glaube, Herr Utter weiß das selbst, ist nicht parlamentarisch gewesen, aber es war auch das letzte Wort. Deswegen wollen wir es so zur Kenntnis nehmen. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Grüger. Wir sind hier sehr großzügig in allen Fragen und gegenüber allen Fraktionen und das gleichermaßen. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hoffentlich kann ich dann auch auf Ihre Großzügigkeit zählen bei meinem Vortrag. Also, der Abgeordnete Licher hat hier einen bemerkenswerten Vortrag gehalten. Er hatte so gut wie nichts mit dem Antrag zu tun, aber dafür haben wir dann einen interessanten Einblick in die Verschwörungstheorien und Unterstellungen, mit denen die AfD so arbeitet, bekommen. Besonders interessant fand ich, ich finde, da zeigen wirklich die drei Finger der Hand zurück, den Begriff Identitätswahn. Ja, meine sehr verehrten Herren von der
Frau Identitätsneurose übernehme ich gerne. Ja, den kann man in der Tat bei Ihnen erkennen, diese Identitätsneurose. Sie unterstellen immer alle an anderen alles Schlechte. Sie sind der Meinung, Sie würden verfolgt werden. Sie glauben, die andere Parteien wären so, wie Sie sie sich vorstellen. Es ist mitnichten so. Deswegen kommen wir noch einmal zu Ihrem Antrag zurück und lassen uns nicht ablenken von einem Vortrag, der kein Sachvortrag war. Also, was steht in dem Antrag drin? Es ist bereits, finde ich, hervorragend vom Kollegen Stirböck ausgearbeitet worden. Er kommt erst einmal so ganz europafreundlich daher. Aber entscheidend ist ja, was dann tatsächlich drin steht und was damit bezweckt wird. Und es ist ganz offensichtlich, dass gerade die Überschrift Transferunion bezwecken soll, die Europäische Union in ein sehr einseitiges Licht zu stellen, nämlich also wir zahlen und bekommen nichts davon raus. Auch das ist widerlegt worden in der Debatte. Deswegen will ich das jetzt nicht noch einmal im Einzelnen darstellen. Aber ich sage nur, also als deutscher Patriot müsste man die Europäische Union erfinden, wenn sie nicht schon da wäre. Weil kein Land profitiert mehr von dieser Europäischen Union als Deutschland. Das ist übrigens das, was die Kollegen von der Linkspartei immer kritisieren. Die sagen, das ist ungerecht. Ja, da ist eine Schieflage drin. Darüber kann man auch diskutieren. Aber wie gesagt, als deutscher Patriot muss man für die Europäische Union sein. Und übrigens, da schreibe ich Ihnen auch noch ins Stammbuch, man muss auch für den Euro sein, weil kein Land in der Europäischen Union so vom Euro profitiert wie Deutschland. Kein Land. Die Einführung des Euros hat den meisten Ländern die Möglichkeit genommen, durch Abwertung ihrer Währungen auf unsere Produktivitätsfortschritte zu reagieren. Die Folge war Industrialisierung Deutschlands, Deindustrialisierung großer Teile der Europäischen Union. Auch das wird von einigen Leuten möglicherweise sogar zu Recht kritisiert, aber es ist die Folge gewesen der Einführung des Euros. Also, das heißt, Deutschland profitiert massiv. Und wenn sich Leute hinstellen und behaupten, sie seien Patrioten, ja, diese simplen Fakten aber nicht anerkennen, dann stimmt da irgendwas nicht zusammen. Und wenn ich jetzt das mal kritisch durchkäme, dann steht hier drin, in Punkt 5, wird das offenkundige Demokratiedefizit in der EU kritisiert. Ja, es gibt da erheblichen Nachholungsbedarf. Darüber diskutieren wir und daran arbeiten wir. Ja, das ist aber jetzt keine Erfindung der AfD. Also, wir haben darüber schon diskutiert und daran gearbeitet, als es sie noch gar nicht gab. Der Punkt ist doch der, Sie sind doch die Partei, die das Demokratiedefizit höher machen will, indem sie das Parlament abschaffen will. Das ist doch, jetzt hätte ich fast was nicht Parlamentarisches gesagt. Aber es passt auch da wieder was nicht zusammen. Sich auf der einen Seite hinzustellen, zu sagen, wir wollen das Parlament abschaffen und dann zu bejammern, das wäre aber alles zu wenig demokratisch. Das passt nicht zusammen. Und insofern, der Antrag zeigt vor dem Hintergrund Ihrer Programmatik, ja, Sie versuchen sich hier als Schaf zu verkaufen, obwohl Sie ein Wolf sind. Sie wollen der Europäischen Union an die Gurgel gehen. Sie wollen sie gerne abschaffen. Sie wollen gerne den Dexit haben. Ja. Aber hier versuchen Sie sich jetzt als gutbürgerlich zu verkaufen, nach dem Motto, so schlimm sind wir doch gar nicht. Wir reichen Ihnen aber nicht die Hand, um diesen Schafpelz überzuziehen. Wir benennen die Dinge, wie sie sind. Und, übrigens, wenn es Ihnen tatsächlich um die Bürgerinnen und Bürger ging, dann könnte man jetzt hier drin auch irgendein Wort darüber lesen, wie es eigentlich mit der Sozialunion aussieht. Wie sieht es mit Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechten aus in der EU? Nein, das ist ja für Sie Transferunion. Das darf ja nicht kommen. Das wahre Gesicht zeigen Sie eigentlich im allerletzten Punkt, wenn Sie, was ja eigentlich zum Antrag gar nichts zu tun hat, wenn Sie darüber klagen, dass es jetzt eine nationale Industriestrategie 2030 geben soll. Was ich auch wieder interessant finde, dass gerade die AfD sich über eine nationale Industriestrategie 2030 echauffiert. Aber sie echauffieren sich ja nicht über die nationale Industriestrategie, sondern sie echauffieren sich ja darüber, dass das einem gescheiterten etatistischen und dirigistischen französischen Beispiel folgt. Und da höre ich wieder den neoliberalen Grundton bei der AfD heraus, ja, die nämlich tatsächlich offensichtlich, also wie bei der Wohnungsdebatte, die wir hier gehabt haben, glaubt,
Der Markt würde es wohl am allerbesten richten, und die Politik sollte sich da besser raushalten. Auch das passt wieder alles nicht zusammen. Wir sehen, es ist ein wirres Konglomerat von unterschiedlichen Vorstellungen, mit der wir es hier zu tun haben. Wir haben es vor allen Dingen also mit dem Versuch zu tun, zu maskieren, was die AfD offensichtlich tatsächlich mit der EU machen will, nämlich sie abschaffen, sie behindern, sie zu zerstören. Und wie gesagt, wir haben festgestellt, es ist zudem noch nicht einmal patriotisch. Deswegen kann man diesen Antrag tatsächlich nur ablehnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, ja, es ist sehr ehrenwert, dass die anderen Fraktionen auch versucht haben, noch einmal mit Anträgen hinterherzuarbeiten. Aber auch das ist unserer Meinung nach nicht besonders gut gelungen. Aber es ist eine Debatte wert, und wir werden diese Debatte hier noch häufiger führen. Wir sind der Meinung, wenn man für Europa etwas Gutes tun will, dann muss man die SPD wählen. Vielen Dank. Ah, Moment, ich habe noch Frau Puttrich, warten Sie noch. Frau Puttrich, ich habe noch hier, kann das sein, Frau Knell? Oder bringe ich hier gerade etwas durcheinander? Das steht aber 35 auf. 35 ist das, ne? Alles klar, Entschuldigung, Frau Ministerin. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Grüger, und darf jetzt für die Landesregierung der sehr geschätzten Staatsministerin Puttrich, bei der ich mich gleichzeitig entschuldige, dass ich Chaos gemacht habe, das Wort erteilen. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Tag heute hat ja gut angefangen, indem wir eine ausgesprochen beeindruckende Rede des Präsidenten des Staatsgerichtshofes gehört haben. Und ich muss sagen, wir haben heute eine Sternstunde im Hessischen Landtag erlebt, in der fast alle im Hessischen Landtag dem Präsidenten des Hessischen Staatsgerichtshofes auch den Respekt gezollt haben. Ich aber durchaus mit Befremden zur Kenntnis genommen habe, dass doch große Teile der AfD weder applaudiert haben noch und sitzen geblieben sind. Ich spreche es deshalb an, weil das ein Ausdruck Ihres Verhältnisses zur dritten Gewalt ist. Es ist ein Ausdruck dessen, dass Sie glauben, bestimmen zu können, was einseitig sei, und wenn es Argumente gibt, die Ihnen nicht passen, sie immer wieder als Fake News bezeichnen. Sie beanspruchen für sich das Recht, zu bewerten, was richtig und falsch ist, und Sie lassen einen sachlichen Diskurs nicht zu. Und das ist das Problem. Das Problem ist, wenn man Ihnen den Spiegel vorhält, dass Sie in die andere Richtung angreifen, die Probleme in Ihren eigenen Reihen aber nicht lösen. Ich will es in der Deutlichkeit so sagen. Das sage ich gleich vorweg, damit es abgeräumt ist. Wenn man bei einer Veranstaltung in Bayern, in Greding, die erste Strophe der Nationalhymne singt, das Deutschlandlied singt, und glaubt, das akzeptieren zu können in den eigenen Reihen und dort nicht aufschreit, dann muss ich sagen, da hat man schon einiges verwirkt. Und auch das möchte ich so deutlich sagen. Die Form der Sprache, die Sie heute gewählt haben, der Redner aus den AfD-Reihen, auch das mag mir zugestanden sein, war so, dass ich mich bestätigt fühle, dass ich in der Regierungserklärung gesagt habe, es gibt welche, die Masken tragen. Wenn die Maske runterfällt, dann kommt eine Fratze zum Vorschein. Und deshalb in dieser Deutlichkeit um eine Ihrer Falschbehauptungen, die Sie im Mantel von Sachlichkeit versucht haben einzupacken und klarzustellen. Sie wehren sich hier engagiert gegen einen europäischen Bundesstaat. Wir haben keinen europäischen Bundesstaat.
Wir haben einen europäischen Staatenverbund, und das wollen wir alle miteinander. Einen europäischen Staatenverbund, der gemeinsam die Aufgaben löst und sich der Aufgaben annimmt, die man gemeinsam besser lösen kann, bei der Bewahrung der einzelnen Nationalstaaten. Sie tun aber so, Sie tun aber von Ihrer Seite her so, als müssten Sie etwas abwehren, was eine große Gefahr für Menschen sei. Und insofern wollen Sie bewusst Stimmung schüren und bei den Menschen Verunsicherung betreiben. Wir bekennen uns und wir akzeptieren, und wir akzeptieren nicht nur, wir leben die europäischen Verträge, den europäischen Vertrag. Das ist die Grundlage unseres Handelns. Und nicht nur das ist unsere Grundlage unseres Handelns, sondern auch, wie es heute Morgen der Präsident des Staatsgerichtshofes gesagt hat, unsere Grundlage ist das Grundgesetz, und im Grundgesetz ist die europäische Integration. Das heißt eine vertiefte Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, und das ist richtig so, weil es gut für uns ist. Und dann fangen wir einmal mit einigen wenigen Fakten an, um die darzulegen und um das, was Sie falsch dargestellt haben, gerade zu stellen. Sie fangen schon damit an, dass Sie ja locker flockig behaupten, dass die Wirtschaft in einem Elend landen würde, weil die Steuerschätzungen so miserabel seien. Ich möchte nur einmal ganz kurz daran erinnern, dass die Steuerschätzungen nach wie vor uns zeigen, dass wir mit steigenden Steuereinnahmen zu rechnen haben, nur nicht mehr ganz so hoch, wie es früher gewesen ist. Aber mit dem Duktus, wie Sie es tun, tun Sie gerade, als würde uns das Elend bevorstehen. Und das ist die Art und Weise, wie Sie reden. Das Zweite ist, Sie tun so, als sei auf der EU-Ebene nichts demokratisch legitimiert. Ich erinnere daran, dass das Europäische Parlament demokratisch gewählt wird von den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, in den Mitgliedstaaten, also demokratisch legitimiert in freien, offenen Wahlen. Ich erinnere daran, dass der Europäische Rat, der z.B. die Kommissare vorschlägt, und den Kommissionspräsidenten, die aber von diesem demokratisch gewählten Europäischen Parlament bestätigt werden müssen, dass dort die Staatenlenker sitzen, die in demokratischen, freien Wahlen in ihren Ländern gewählt worden sind. Ich erinnere daran, dass nicht nur die nationalen Regierungen, wie gesagt, demokratisch gewählt wurden, sondern ich erinnere daran, dass es auch auf der EU-Ebene eine dritte Gewalt gibt, einen Europäischen Gerichtshof, der für eine entsprechende Rechtskontrolle sorgt, bei denen Ihnen vielleicht die Urteile nicht passen, aber die dritte Gewalt diejenige ist, die Recht spricht und über Recht auch wacht. Und das sind die Grundlagen, die demokratischen Grundlagen einer Europäischen Union. Und da gäbe es viele dieser Dinge, die Sie von Ihrer Seite her beschreiben, die falsch sind. Das ist schon angesprochen worden. Die Zahlen, die Sie nennen, eine Transferunion, die Sie von Ihrer Seite her den Leuten weismachen wollen, indem Sie bewusst nur Bruttozahlen und keine Nettozahlungen nennen und nicht sagen, dass Deutschland sehr, sehr viel von der Europäischen Union profitiert. Und wenn man nur eine Zahl nehmen wollte, dann kann man sagen, dass die deutsche Nettobelastung nicht im Laufe der Jahre gestiegen ist, so wie Sie uns weismachen wollen, sondern sie ist gesunken. Sie ist gesunken, und dann möchte ich dir wenigstens für Sie an die, ich habe gesagt, Nettobelastung. Sie müssen schon bitte hinhören, was ich sage, und nicht die Worte verwenden, die Sie gerne haben wollen. Nettobelastungen für Deutschland, die gesunken sind, und zwar gut 15,5 Milliarden € in 2014 und auf knapp 10,7 Millionen € im Jahr 2017. Keine steigenden Belastungen, sondern sinkende Belastungen. Das nächste, was ich ansprechen möchte, ist durchaus die Frage, welche Herausforderungen haben wir uns gemeinsam zu stellen. Und das ist eine legitime Frage innerhalb der Europäischen Union, dass man sagt, wollen wir zukünftig noch mehr Aufgaben gemeinsam erfüllen, weil wir es gemeinsam besser machen können, und darüber zu diskutieren, welche Beiträge zu zahlen sind. Und das ist richtig, das gehört zu einer vertieften europäischen Integration, das gehört zu einem fairen Prozess, und da haben wir der Aufgaben viele. Da haben wir der Aufgaben viele, wie ich sie auch angesprochen habe in der Regierungserklärung, die bedeuten, dass wenn man mehr Aufgaben gemeinsam sinnvollerweise löst, man auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt und nicht, wie Sie glauben machen wollen, dass es dann nur für Bürokratie ausgegeben würde. Und lassen Sie mich noch
auf einen Punkt eingehen. Und zwar, Sie wollen Glauben machen, dass die Subsidiarität erst einmal beachtet werden müsste. Die Subsidiarität ist ein Grundprinzip der Europäischen Union. Die Subsidiarität ist diejenige, von der wir wissen, dass wir vor Ort das lösen, was wir am besten lösen können, um gemeinsam das zu tun, was wir gemeinsam besser tun können. Das ist immer wieder logischerweise auch auf europäischer Ebene auf den Prüfstand zu stellen. Das kann man kritisch begleiten. Aber es heißt nicht, dass in irgendeiner Form das Subsidiaritätsprinzip infrage gestellt worden sei oder eines der Mitgliedstaaten es nicht beachten wollte. Und, sehr geehrte Damen und Herren, als Letztes, wenn Sie wollen oder in Ihrem Antrag drinstehen haben, dass doch die Europäische Union die soziale Marktwirtschaft beachten solle, dann empfehle ich Ihnen, bevor Sie muntere Sprüche machen, dass Sie einmal lesen, was im entsprechenden europäischen Vertrag drinsteht. Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Artikels 3. Und da gibt es den schönen Spruch, vertiefte Sachkenntnis verhindert fröhliches Debattieren. Aber der eine oder andere will es ja nicht besser wissen, weil er dann nicht mehr fröhlich debattieren kann. Artikel 3. Im Artikel 3 ist ausdrücklich festgelegt, anders als im Grundgesetz sogar, die Festlegung, dass die soziale Marktwirtschaft die Grundlage der Arbeit in der Europäischen Union ist. Ich glaube, an den Beispielen sieht man schon, dass das, was Sie von Ihrer Seite her beantragen, nichts anderes ist, als dass Sie sich von der Europäischen Union abwenden wollen, dass Sie eine Stimmung erzeugen wollen und dass Sie alles andere als diejenigen sind, auf die man eine Zukunft setzen kann. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind damit am Ende der Aussprache. Und ich gucke mal zu den Geschäftsführern. Was wollen wir denn machen? Wollen wir direkt abstimmen oder in den Ausschuss? Direkt abstimmen, Herr Dr. Grobe? Direkt abstimmen, alles klar. Dann rufe ich auf den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Das ist die Drucksache 20/618. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthaltungen sehe ich insoweit keine. Damit abgelehnt. Dann kommen wir zu dem Antrag mit der Drucksache Nummer 20/680. Das ist der Dringliche Entschließungsantrag von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Fraktion der CDU. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN und die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Damit kommen wir zum Antrag 20/682. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der CDU, der AfD, die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Herzlichen Dank. Damit sind wir auch am Ende der Abstimmung angelangt.